wie das Rennen einfach ist, weil die Strecke nicht wirklich schwer ist. Weil ich noch aus den Driftrennen aus einer Gold 1 auswendig kenne. Ja, hier kurz wieder anbremsen, rum, in die Wand, perfekt, war auch geplant so. So, dann hier bergauf, hier rein, anbremsen. Die Kurve nicht kriegen, weil man den falschen Winkel gewählt hat, auch gut. So, hier ran. Oh, die Strecke ist ja so spannend zu fahren. Ich finde die irgendwie so lustig zu fahren, von, wenn man in so Strecken hat, wo man auch so in so einem Smooth drin ist, so in so einer dauerhaften Bewegung, wenn die Autos immer so schön die Kurven hier entlang fahren, ohne dass man was mitnimmt, machen die Rennen doch schon ganz schön Spaß. Also, die Strecken, die gut sind und wo die Gegner nicht total aggro fahren und eigentlich auf Drogen und Alkohol mal getestet werden sollten, was sie während der Fahrt mitschmuggeln. Ich weiß ja nicht, was die während der Fahrt nehmen. Aber die werden während der Fahrt meist immer noch bekiffter, als sie vorher waren. Ich weiß kaum glaube, aber die schaffen das hier wirklich. Jo, ich hab voll anstrengend das Rennen. Ich war der dritte und vierte Teil Lusche sind, überhaupt nicht mitkommen. So, rum. Boah. Lalala. Nein, ich bin gerade nicht so voll gelangweilt von diesem Rennen. Nein, niemals. Ich sollte nur um andere Uhrzeiten aufnehmen, weil ich nicht gerade noch total am Einschlafen bin. Die Rennen machen das nicht besser. So. Hier hoch. So, gewonnen. Bei Easy Going. Ruf, 1200 Geld. Ja, ich will lieber 5 Autos und kein Geld. Ich weiß nicht, ist egal. Wollte ich mir eigentlich immer noch mehr Autoteile verballern? Ich will jetzt hier langsam mal auf ein neues Auto umsteigen, aber die hauen mir ja die Autoteile um den Kopf hier. Fahren wir jetzt mal hier hin. Ich brauche jetzt mal einen Ausbruch. Nein, ich fahre nicht nach das GPS. Ich fahre nicht nach das GPS. Oh, mein Deutsch hat auch gelitten. Das GPS zeigt mir links, rechts rum. Aber guck mal, wo der grüne Shop ist. Hm? 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 Was war falsch gelaufen beim GPS? Da war ein verstecktes Rennen, interessiert mich nicht. Obwohl ich mir mehr Geld, ne? Was ist Street X? Da habe ich keinen Bock zu. Ja. So, ich will hier rein. Ja, neue Ausspruchflinten dran. Buchseln. Aber glaub, fettere, ne? Wow. Die bringen wie viel? Nicht viel, aber die kosten ja auch nicht viel, also deswegen, komm. Hau ein bisschen drauf, habe ich gesagt. Noch irgendwas hier Neues freigeschaltet? Nope. Oh, Spiegel könnte ich ja kaputt. Oh ja, toll. Machen wir uns kaputt, Spiegel mal dran, hier die hier. Das wollen wir sicher nicht. Deswegen wird alles schlecht, ne? Ja, dann lassen wir das. Irgendwas, was ich noch nicht dran gebaut habe. Nicht, dass ich wüsste, ne? Gut. Raus hier. Dann bauen wir gleich noch die Nitro-Lüftung dran und dann haben wir die Karre erstmal so weit gepimpt, wie es wieder geht. Die Filmcrew ist heute da und sucht einen neuen Star. Sieh zu, dass du die Ziellinie als erster überfährst, dann bist du bestimmt im Film dabei. Okay, denk mal, wenn ich jetzt nächste Rennen gewinne, habe ich direkt einen Stern. Habe ich direkt einen Stern, da verfolgen mich die Cops. Nein! Nein, natürlich einen Stern für eine ganz tolle Sache. Und ja, aber jetzt fahre ich jetzt die Rennen hier unten fertig, auch wenn der Stern da oben hier in der Gegend aufploppt. Nee, egal. So, ich muss erstmal hier in einen schönen Bereich kommen. Der war nicht gut, der Bereich. Zu früh auch gut. Muss ich erstmal wieder ein bisschen einfahren. Ich habe schon lange kein Driftband im Spiel gefahren, so scheiße. Das ist fatal. Komm mit grün, Kollege. Danke. Ach, das ist ein Sieg. Wuhu. Ja, locker. Die haben aber sowas von platt gemacht im Driftrennen. Die Karre ist momentan echt super. Da kann ich nichts gegen sagen und das Geld wird uns gerade zugeworfen. Also ein neuer Wagen ist doch beim nächsten Mal UL-Rennen vielleicht doch möglich, weil wir kriegen jetzt schon echt eine Menge Cash. Das ist jetzt wirklich gerade nicht mehr wenig. Die Jungs von Elebor suchen ein neues Titelmotiv. Gib dir Mühe und versuch sie zu beeindrucken. Okay, ja, ja, das ist, wo ist denn der Stern? Da ist der, ist okay. Da fahre ich jetzt aber noch nicht hin. Ich fahre jetzt erstmal hier die Rennen ab hier unten und dann komme ich da hin. Weil ich will jetzt erstmal die Stadtteile abklappern und nicht wieder in alle Stadtteile zurückfahren müssen, nur weil ich wegen einem Stern an der kompletten Stadt durchgebrettert bin.
Nee, das wird hier nicht mehr so geschehen. Jetzt werden hier mal andere Seiten aufgezogen. Die kuschelig weichen Seiten. Ja. 12.000 schon. Nice. Langsam wird das Konto endlich mal wieder richtig zweistellig. So, hier müsste irgendwo das Draft drin sein. Da. Das Drag-Rennen, meine ich. Drag. So, nochmal. Und wieder hier am Bahnhof. Okay. Kein Ding für mich. Oh, da ist Mitsubishi Lancer. Das sieht echt geil aus. Hätte andere Lampen dran, sehr gut aus. Überdreht. Shit, das hat man gehört. Oh! Da kam ein Zug auf mich zu. Also nicht auf mich zu, aber er stand da. Aber ich habe trotzdem auf mich zukommen gesehen. Ja, ich soll die Drogen weglassen. Kommen da auch keine Züge mehr auf mich zu. Rüber. Ja, traut, Rufpunkte können knapp werden. Komm. Ich werde manchmal schon mal 100, schätze ich. Weil ich mich am Anfang zu scheiße geschaltet habe. Mir waren es auch nur. Egal. Ist okay. Weiter. Ich mache das gerade ein bisschen alles schneller, aber... da muss man sich auch nicht so lange mit aufhalten, mit diesen kleinen, süßen, feinen Rennen. Und das Graupelt schneit, keine Ahnung. Wie jetzt? Das war ein blauer Shop, ne? Ist richtig verstanden. Nö, wir haben schon wieder neue niedrige Lüftung freigeschaltet. Geil! Haut mir doch die Nitrumlüftung um den Kopf, ich glaub's echt. Geil. Jetzt habe ich schon zweimal die Nitrolüftung freigeschaltet. Ist nett. Aber das ist doch hier im gelben Shop, ne? Das ist Nitrolüftung. Ne? Ich guck da immer. So, weil ich das im Kopf habe. Nicht im blauen. Der blaue macht den und Tuning geil. Und das ist nur Nitro und keine Nitrolüftung. Hier muss dran sein. Da. So. Halleluja! Das ist eine nette Strecke. Sieht zumindest so aus. Wie sieht, Rheinland aus? Wirklich? Schon haben die Karre wieder ein komplett anderes Verhalten. Die können wieder driften wie. Boah, mein Wagen driftet jetzt wie ein junger Gott. Das liegt auch an dem Fahrer, der ist auch ein junger Gott. Das habe ich letztens jetzt unter meinem. Ich habe da so ein Video gemacht wegen Webcam-Einstellungen und sowas. Habe ich ja so einen Kommentar bekommen. Du hörst dich an deiner Kamera, an deinem Mikro immer voll wie so ein Erwachsener an. Ist der Mikro, leistet echt gute Arbeit, weil du siehst auf dem Video voll jung aus. Man kann so viel sagen, ich bin ja fast ein ganzer Erwachsener. Oh, danke schön, du hast mir den Drift gerettet. Was wird das, Kollege? Ja, man driftet nicht rückwärts. Dann kann man so sagen, ich bin ja fast ein Erwachsener. Im Februar bin ich 18. So viel dazu. Da bin ich eigentlich so gut wie ein Erwachsener, ne? Da kann ich zumindest alleine Auto fahren, das ist für mich schon ziemlich geil. Das wird das Geilste überhaupt, endlich mal alleine rumzujuckeln zu können, ohne dass man immer einen bei sich haben müsste, der einem sagt, wie scheiße man fährt. Oder zu schnell oder irgendwie sowas, ne? Man kennt das ja. Ja, gut, Schätzchen. Drifte. Drifte, mein Schädiger, drifte. Lass es dir, ich gönn's dir, drifte. Okay, muss ich zwar immer jetzt mit der Handbremse nachhelfen, weil die Kiste irgendwie wegen den, weiß nicht warum, vielleicht die besseren Reifen haben das vielleicht verhindert, dass er jetzt nicht mehr so gut driften kann. Das wäre natürlich jetzt hier ganz sehr ungut. Ja, der erste zieht ganz schön weg, das ist mir aber auch ziemlich egal. Das ist mir echt wurscht, der kann wegziehen, wie er will. Der hat nicht mal annähernd so viele Punkte wie ich, obwohl er weiter weg ist. Lalalala, hui. So, jetzt hier gleich. Schön in den Drift. Bingo. Hin und her schwenken, das bringt viele Punkte. Erst recht, wenn man auf diese Linien in der Mitte kommt, das bringt Bonuspunkte.